Crankworx Innsbruck 2020. Wir sind zurück im wunderschönen Tirol und wir freuen uns auf den ersten Tag. Und wie könnte man besser loslegen als mit dem Dual Slalom? Und da schauen wir gleich zu den Damen. Das Gold Medal Matchup, da geht's um die Goldmedaille. Zwei Französinnen kämpfen hier um den Sieg. Morgan Schaar und Mathilde Bernard. Beide pfeilschnell unterwegs und beide wollen diesen Sieg. Aber jetzt müssen wir ganz genau aufpassen. Hier sehen wir, wie Morgan Schaar stürzt. Somit denken wir alle, Mathilde Bernard gewinnt das Ding. Aber aufgepasst, wir haben nochmal ganz genau nachgeschaut. Und hier sehen wir, wie Mathilde Bernard das letzte Tor nicht korrekt passiert. Somit die Siegerin beim Dual Slalom. Keine geringere als Morgan Schaar. Jetzt zu den Männern. Da oben steht Adrien Laurent gegen den Youngster, gegen Luke Myers-Smith. Der hat auch die Quali gewonnen. Also der Junge ist pfeilschnell, aber niemals unterschätzen. Die Routine und die Masterclass von Adrien Laurent. Jetzt kommt er schon zu den letzten Gates und da sieht man, wie er seine Klasse nochmal zum Unterbeweis stellt. Holt sich den Sieg im Dual Slalom. Der erste goldene für Adrien Laurent im Dual. Schönes Ding. Gratulation. Das ist richtig dick.